Und jetzt geht es einfach darum, dass du dir bitte jetzt als erwachsene Person, als erwachsene Frau und als erwachsener Mann dir bewusst machst, dass das alles Erfahrungen und Dinge von gestern sind. Und dass du es jetzt selbst in der Hand hast, die Entscheidung zu treffen, und zwar jetzt, heute und hier, dich von diesen Verletzungen zu befreien und die energetische Mauer, die du um dich aufgebaut hast, runtersacken zu lassen, zu zerstören, zunichte zu machen und dich wieder zu öffnen, dieser bedingungslosen Liebe, die durchaus da ist, die auch zu dir kommen möchte und die du gerne auch weiter fließen lassen kannst an die Menschen, an dein Umfeld, an die Tiere, an die Pflanzen, an die Natur, an Mutter Erde. Guten Morgen, guten Morgen. Oh, ich muss ja meinen Hut anziehen. Fällt mir gerade auf. Mein Hut, mein Erkennungszeichen hier für die 21-Tage-Challenge. Heute Tag 5. Ja, ich wollte mein Liedchen noch trällern. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Ich grüße dich ganz herzlich hier. Zu Tag 5 unserer Challenge heute widmen wir uns unserem Herzen. Um dein Herz geht es heute, um den Motor von unserem Körper im jetzigen Leben. Ja, heute kommen wir ein ganz, ganz großes Stück unserem Selbst näher. Im Übrigen, wenn du dich fragst, warum ich hier immer so hin und her schwinge, das ist nicht irgendwie Nervosität, sondern ich verbinde mich ja auch vorher immer hier so mit allen Kräften aus dem Licht und aus der Liebe, mit den Schwingungen höchster Energie. Und dann habe ich immer so das Gefühl, auch ja, mich diesen Schwingungen so ein bisschen hinzugeben und auch da mitzuschwingen. Das kannst du im Übrigen auch gerne tun. Wenn du so das Gefühl hast, dass dir das gut tut, sich so ein bisschen hin und her zu wiegen in diesen Schwingungen dieser guten Energie, mach das gerne auch. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche jetzt trotzdem hier ruhig hocken zu bleiben. Also, ich grüße dich ganz herzlich nochmal. Lass uns gleich starten. Wir beschäftigen uns heute mit unserem Herzen. Wir haben, und das ist jetzt bitte keine Elternschelte, wir haben in der Kinderstube so oft nach Liebe, nach Lob, nach Anerkennung gelechzt und sind wir alle nicht satt geworden. Nicht, weil die Eltern uns da nicht sättigen wollten, sondern weil sie letzten Endes ja auch nur uns das weitergeben konnten, was sie in sich getragen haben und ja letzten Endes auch nur verletzte Kinder waren. Und so haben sie sich auch oftmals uns gegenüber auf eine Art und Weise verhalten, was uns verletzt hat. Und jetzt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann suchen wir aber immer noch nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung. Und um es dir mal zu, bewusst zu machen, die Anerkennung, die suchen wir als erwachsene Person oftmals im Außen und zwar in der Firma, im Beruf, im Job. Wenn ich an mich früher denke, an meine Anfänge im Vorstandssekretariat, das haben meine Augen gestrahlt, wenn mein Chef mich gelobt hatte. Das war das Höchste, da war die Welt eine Kugel. Das war nichts anderes, als dass ich im Beruf damals die Anerkennung gesucht habe in der Firma. Und so sind wir einfach gestrickt. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht über ein Lob vom Chef oder von irgendjemand anderem, von einem anderen Menschen freuen sollte und auch darf. Aber es geht um das einfach nur anzunehmen und sich unabhängig von einem Lob bewusst zu sein, was ich leiste, was ich mache, was ich für eine gute Arbeit mache, ob mich jemand lobt oder nicht. Dabei geht es einfach darum, bei dem Thema Anerkennung. Und bei dem Thema Liebe. So eine bedingungslose Liebe haben wir eh kaum erfahren, weil die Liebe und Anerkennung, das war oftmals einfach auch an Bedingungen geknüpft. Das heißt, wenn wir beispielsweise mit einer 5 in Mathematik auf dem Zeugnis nach Hause gekommen sind, da sind wir nicht ganz so gelobt für worden und haben nicht ganz so viel Anerkennung bekommen, sondern eher Schelte.
Und wenn wir mit einer Eins nach Hause gekommen sind, da hat es natürlich ja teilweise dann mit Lob und Liebe und Zuneigung und Anerkennung gehagelt. Und so haben wir ja auch ein Leistungsbewusstsein entwickelt. Und bedingungslose Liebe liebt einfach. Diese bedingungslose Liebe in der Form, also eine Liebe zu empfangen, ohne etwas dafür geben zu müssen, aber auch einfach eine Liebe weiterfließen zu lassen, ohne etwas zu erwarten. Das haben wir in dem Stil seltenst in unserem Unterbewusstsein und in unserem Unbewussten angepflanzt. Und diese Liebe, die suchen wir dann im Erwachsenendasein oftmals beim Partner. Und dann stellen wir irgendwann fest, und das ist im Übrigen mit oft der Grund, energetisch gesehen, unterschwellig gesehen, warum dann Beziehungen auch auseinandergehen. Deine Taschen sind leer, meine sind auch leer. Und dann geht's los mit Diskussionen, mit Streit, mit Auseinandersetzungen. Letzten Endes stehen sich zwar optisch die beiden erwachsenen Menschen gegenüber, aber rein energetisch gesehen streiten die Kinder jeweils miteinander, die in uns immer noch drin hocken. Also in jedem von uns, ganz gleich, in welchem Alter wir sind, steckt immer noch das kleine Kind, das nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung lechzt. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch in der Kinderstube durch Verletzungen, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, unser Herz verschlossen haben. Nicht nur dem Außen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Wir haben da so eine energetische Schutzmauer um uns gebaut, die sich bei dem einen oder anderen im späteren Dasein durchaus auch dadurch bemerkbar machen kann, dass man unzufrieden ist, zum Beispiel mit seinem Gewicht. Also es hängt alles irgendwo miteinander zusammen. Menschen, die übergewichtig sind, die haben oftmals auch so die Prägung, das Leben ist schwer, das Leben ist eine harte Schule, oder sie haben einen energetischen Schutz in der Richtung durch ihre Körperlichkeit aufgebaut. Also da ist dieser Schutz energetisch auch durch das Gewicht einfach im Äußeren zu sehen. Und das sind dann auch teilweise die Menschen, die dann Diäten über Diäten machen oder es probieren und letzten Endes aber trotzdem nicht an Gewicht verlieren, weil das dahinterliegende Muster nicht aufgelöst ist. Das nur mal als ein kleines Beispiel. Da könnten wir jetzt ja den ganzen Vormittag mit verbringen, mit Beispielen da. Das ist mir jetzt nur so spontan eingefallen, um dir dieses Thema jetzt mal ein bisschen näher zu bringen. Okay. Und jetzt geht es einfach darum, dass du dir bitte jetzt als erwachsene Person, als erwachsene Frau und als erwachsener Mann dir bewusst machst, dass das alles Erfahrungen und Dinge von gestern sind. Und dass du es jetzt selbst in der Hand hast, die Entscheidung zu treffen. Und zwar jetzt, heute und hier, dich von diesen Verletzungen zu befreien und die energetische Mauer, die du um dich aufgebaut hast, runtersacken zu lassen, zu zerstören, zunichte zu machen und dich wieder zu öffnen, dieser bedingungslosen Liebe, die durchaus da ist, die auch zu dir kommen möchte und die du gerne auch weiter fließen lassen kannst an die Menschen, an dein Umfeld, an die Tiere, an die Pflanzen, an die Natur, an Mutter Erde. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Deshalb lade ich dich jetzt nochmal dazu ein, die Augen zu schließen, eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen, sodass der Rücken möglichst gerade ist und die Energie auch frei fließen kann. Die Füße sind nebeneinander auf dem Boden. Nimm gerne auch jetzt schon mal Kontakt zur Mutter Erde auf über deine Füße, die dich nährt und trägt. Die Handflächen, die Hände legst du gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet auf deine Oberschenkel, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann atme einige Male tief durch den Mund aus und stell dir vor, wie du dich leer machen kannst. Wie du auch deine Schultern sinken lässt mit jedem Ausatmen.
wie du dich gerne auch in deinen Körper sinken lässt. Wunderbar. Lass dann den Atemstrom durch deine Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte einfach mal so den natürlichen Impuls deines Atmens. Beobachte, wie der Impuls ganz natürlich kommt, dass du ein- und wieder ausatmen möchtest, ohne etwas zu verändern. Und spür mal, wie diese positive Energie jetzt Einzug hält in dein Bewusstsein. Wenn du den Impuls hast, dich in dieser Energie auch so ein bisschen hin und her zu bewegen, dich zu wiegen, dann mach das gerne. Nimm die Sitzfläche wahr, die dich trägt. Und spür mal, wie gut das jetzt tut, einfach nur da zu sein. Ich lade dich gerne auch dazu ein, die Entscheidung zu treffen, dich jetzt einfach mal bewusst tragen zu lassen vom Leben. Und wie es jetzt einfach nichts zu tun gibt, als einfach nur da zu sein. Nimm den Raum, in dem du dich befindest, mit deiner ganzen Präsenz ein. Stell dir vor, wie du dich ausbreiten kannst über deinen physischen Körper hinaus, in alle feinstofflichen Körper und auch darüber hinaus, in diesen Raum, in dem du dich befindest und gleichzeitig auch darüber hinaus in unseren gemeinsamen, großen, energetischen Raum hier. Erlaube dir, dich auszubreiten. Und jetzt ganz präsent zu sein im Hier und im Jetzt. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzchakra zu gehen. Stell dir dazu vor, wie dein Atemstrom jetzt über dein Herzchakra ein- und ausströmt. Wenn du möchtest, wenn dir das hilft, leg gerne auch deine Hände auf dein Herzchakra, das sich in der Mitte der Brust befindet. Stell dir vor, wie dein Atemstrom über diesen Bereich jetzt ein- und ausströmt. Einfach vorstellen. Du kannst nichts falsch machen. So wie du das machst, ist das wunderbar. Einfach vorstellen, dein Atemstrom strömt über dein Herzchakra jetzt ein- und aus. Ein und aus. Ein und aus. Wunderbar. Und jetzt verstärken wir das Ganze noch, indem wir das Ein- und Ausatmen etwas vertiefen und genüsslicher machen. Atme also ganz tief und genüsslich ein über dein Herzchakra und stell dir gerne vor, wie du das machst mit den Gedankenenergien, dass grünes Licht, Liebe und Lebensenergie in dein Herzchakra einströmen und mit dem Ausatmen erlaubst du deinem Herzchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und sich zu befreien von all den Themen, Blockaden, Prägungen und Verletzungen, ohne jetzt an irgendwelche Situationen zu denken. Mach's einfach, stell dir einfach vor, wie beim Ausatmen dein Herzchakra sich öffnet und sich befreit von all den belastenden Themen, die dir noch auf dem Herzen liegen. Und hab Vertrauen, hab ganz Vertrauen, dass jetzt die Heilung geschieht, die geschehen darf, zu deinem höchsten Wohle, zum Wohle aller Beteiligten. Dass also jetzt die Heilung geschieht in dem Maße, wie sie jetzt geschehen darf. Grünes Licht, Liebe und Lebensenergie
strömen in dein Herzchakra ein, ganz tief und genüsslich. Und mit dem Ausatmen erlaubst du deinem Herzchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und zu befreien. Mach das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Wenn es sich gut für dich anfühlt, dann lass gerne deine Hände auf deinem Herzchakra liegen. Mach das ganz so, wie es für dich jetzt stimmig ist. Ganz großartig machst du das, wunderbar. Spür mal, wie gut das tut, jetzt so ganz bei dir zu sein. Und dann lade ich dich jetzt ein, in deiner Vorstellung, mal all die energetischen Mauern, die du um dich aufgebaut hast, als Kind, als Schutz vor Verletzungen, vor Angriffen, was auch immer, dass du die jetzt einfach mal in Mutter Erde sinken lässt. Stell dir das einfach mal vor, wie du all diese energetischen Schutzmauern, die du auf dich bzw. um dich herum aufgebaut hast, wie die aus Geisterhand jetzt einfach in Mutter Erde sinken dürfen. Lass da alle Mauern, alle Barrieren, die dich umgeben, noch in Mutter Erde sinken. Und befreie dich. Erlaube dir, dich jetzt zu befreien. Erlaube dir, jetzt frei zu sein, frei zu werden. Vielleicht kannst du auch mal spüren schon, wie gut das tut, dich so zu befreien. Alleine jetzt all die Barrieren und Mauern in Mutter Erde sinken zu lassen. Und frei zu sein. Fühl mal, wie sich das anfühlt. Wunderbar machst du das. Dein Atemstrom fließt weiter über dein Herzchakra, tief und genüsslich, verbunden mit den Gedankenenergien, das grünes Licht, Liebe und Lebensenergie ein- und ausströmen. Und dann lade ich dich ein, dir jetzt vorzustellen, wie du dein Herz jetzt dir selbst gegenüber mal öffnest. Stell dir einfach vor, du öffnest dein Herz jetzt dir selbst gegenüber. Und ich lade dich dazu ein, das auch mit so einer Geste zu unterstützen, indem du beginnst, deine Arme zu öffnen und auszubreiten. Breite deine Arme jetzt aus, öffne dein Herz dir selbst gegenüber. Du hast die Augen weiterhin geschlossen, deine Arme sind ausgebreitet. Und stell dir vor, wie du mit geschlossenen Augen, du kannst das auch gerne noch mit dem Kopf verstärken, nach oben ins Universum schaust, zur Quelle allen Seins, ins Licht und in die Liebe schaust. Und dann lade ich dich ein, mal dir jetzt vorzustellen, wie von der Quelle allen Seins das Licht der bedingungslosen Liebe, welche Farbe das für dich jetzt auch immer ist, nimm die erste Farbe, die dir in den Sinn kommt, zu dir kommt und du mit ausgebreiteten Armen hier stehst
und diese bedingungslose Liebe empfängst. Einfach mitmachen, einfach vorstellen. Wunderbar machst du das. Empfange von der Quelle allen Seins jetzt die bedingungslose Liebe. Du stehst da mit offenen Armen, empfängst und erlaube dir, diese Energie auch einzuatmen, ganz tief und genüsslich, sich ausbreiten zu lassen in deinem gesamten Körper. Alle Zellen und Organe werden durchflutet und durchpulst von dieser bedingungslosen Liebe. Und ich lade dich auch ein, diese Energie in der bedingungslosen Liebe jetzt auch weiter strömen zu lassen, über deinen physischen Körper hinaus und alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins und gerne auch darüber hinaus. Das ganze Universum nochmal, in alle Multiversen, in alles, was ist. Wunderbar machst du das. Dann lade ich dich jetzt ein, deine Arme zu verschränken und dir selbst eine Umarmung zu schenken. Wenn du jetzt den Impuls hast, dich so hin und her zu wiegen, dann mach das auch sehr gerne. Fühl dich ganz geborgen und liebevoll umarmt. Spür die Wärme, die jetzt zu dir kommt, die sich ausbreitet, die du dir jetzt selbst schenkst. Mach dir nochmal bewusst, was für eine wunderbare Persönlichkeit du bist. Wie einzigartig du bist, erlaube es dir, deine Einzigartigkeit, deine wunderbare Persönlichkeit noch weiter zu entfalten. Erlaube es dir. Wer, wenn nicht du selbst, kann es dir erlauben, deine Persönlichkeit zu entfalten, deine Einzigartigkeit zu entdecken und ans Tageslicht zu bringen und dich zu zeigen. Genieße diese Umarmung mit dir selbst. Und dann lade ich dich ein, jetzt mal noch die Frage auf dich wirken zu lassen. Was kann ich heute noch tun, um mein Herz zum Singen zu bringen? Was kann ich heute noch tun, was mein Herz erfreut? Sei dann mal ganz neugierig, was so als erster Impuls in dein Bewusstsein kommt, als erste Idee, als erster Gedanke. Was kann ich heute tun, um mein Herz zu erfreuen? Nimm diesen Impuls, diesen Gedanken dankbar an. Und versprech dir selbst, dass du das auch heute noch umsetzen wirst. Das schenkt dir wiederum Selbstvertrauen. Und dann öffne nochmals ganz achtsam die Umarmung. Nimm einen tiefen Atemzug, beweg dich nochmal, die Schultern, die Füße, die Hände. Und mit einem weiteren tiefen Atemzug öffnest du deine Augen wieder. Bist hellwach, topfit und voll guter Energie und kommst ganz im Hier und im Jetzt wieder an. Danke für die Herzen, danke für dein Dasein. Hallo liebe Fania, du bist gerade die Einzige, die ich hier sehe, die zuschaut. Es sind mehr Zuschauer dabei, aber du bist gerade die Einzige, die ich vom Namen her erkennen kann. Ich freue mich über eure Daumen hoch und eure Herzen. Und fühlt euch auch weiterhin ganz verbunden hier miteinander. Fühlt dich ganz verbunden. Und ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du jetzt vielleicht das Wochenende dazu nutzen möchtest,
um da noch so ein paar Energien zu reinigen und zu klären. Und vielleicht räucherst du ja gerne. Dann kannst du gerade dein Herzchakra, aber auch die Räumlichkeiten, in denen du dich befindest, mal reinigen. Und zwar mit ganz simplen und einfachen Sachen. Das eine ist, ich gebe dir zwei Tipps mit an Hand. Es kommen mir gerade zwei Ideen jetzt in den Sinn. Das eine sind Wacholderbeeren, die hast du sowieso in deinem Küchenschrank, gehe ich mal von aus. Wenn du ganze Wacholderbeeren hast, dann geh mit einem Mörser hin oder mit der Gabel, wenn du keinen Mörser hast, und zerdrück die ein bisschen, also zerstampf die ein bisschen. Dann nimmst du dir Räucherkohle und auch die Räucherkohle. Also die Räucherkohle entzündest du erst, Räucherkohle machst du am besten auf Sand, nimm dir da einfach Vogelsand zum Beispiel, was man dafür, keine Ahnung, für ein paar Cent um die Ecke zu kaufen bekommt. Räucherkohle bekommst du in gut sortierten Bioläden, die so ein bisschen eine Räucherabteilung auch haben. Oder manche Buchläden haben ja auch so eine Esoterikabteilung. Da gibt es auch Räucherkohle, da kostet so eine Stange, keine Ahnung, 2, 3 Euro, nicht mehr. Und dann legst du diese Räucherkohle auf den Sand. Es geht halt darum, dass du die Räucherkohle nicht einfach nur auf den Teller oder auf ein Glasschüsselchen legst, weil die wird ja dann sehr, sehr heiß. Und das wird dann natürlich zersprengen oder wird Flecken natürlich hinterlassen, deshalb dieser Sand. Dann entzündest du die Räucherkohle, lässt die ein bisschen glühen und dann legst du einfach den zerstoßenen Wacholder, die zerstoßenen Wacholderbeeren da drauf. Das reinigt, das energetisiert, das wirkt vor allem auch, das ist ein ganz, ganz altes Wissen, das wirkt auch dahingehend, dass all die Energien, die nicht wirklich zu dir gehören, dass die auch keine Lust haben mehr, sich in diesem Raum aufzuhalten und den Raum verlassen und den Weg in ihre wahre Heimat antreten oder wohin auch immer gehen. Also auf jeden Fall deine Aura, deine Räumlichkeiten verlassen. Das ist das Thema Wacholderbeeren. Und ich denke, die haben wir alle in unserem Küchenschrank. Ein zweites Kraut, das ich dir ans Herz legen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist Beifuß. Das musst du wahrscheinlich in der Apotheke bestellen. Ich glaube, es gibt inzwischen kaum noch eine Apotheke, die sowas vorrätig hat. Besorg dir da Beifuß. Und jetzt in dieser Jahreszeit finden wir Beifuß natürlich auch nicht als Kraut um die Ecke, sondern der fängt ja erst an zu sprießen im Frühjahr, wenn der Frühling da ist und die Wildkräuter, so eben auch der Beifuß anfängt zu wachsen. Deshalb kannst du den Beifuß in der Apotheke jetzt bestellen. Ein paar Gramm reichen ja, und oder in einem gut geführten Räucherladen, vielleicht gibt es bei dir sowas um die Ecke, die haben natürlich auch Beifuß, da ist er meist allerdings ein bisschen hochpreisiger, also wenn sich Beifuß für dich gut anfühlt, dann machst du das Gleiche auch eben mit Beifuß, weil Beifuß hat auch eine sehr, sehr reinigende und öffnende Wirkung, du kannst auch beides miteinander verbinden, erst Wacholder und dann Beifuß. Und so jetzt vielleicht das Wochenende dazu nutzen und noch mehr zu dir selbst zu finden, in die Liebe zu dir selbst und gleichzeitig die störenden Energien, die da vielleicht noch da sind, zu klären und zu reinigen. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf dein Feedback, auf deinen Kommentar, wie es dir jetzt geht. Schreib es mir ins Kommentarfeld rein, wir sehen uns dann morgen früh um 8 nochmal. Hab einen wunderbaren Tag. Fühl dich ganz, ganz lieb umarmt. Bis morgen und schreib mir gerne deine Erfahrung ins Kommentarfeld. Bis dann. Ciao, ciao.